Hallo ihr Lieben, euer Taschenfreak nochmal mit kleinen Taschen hier auf dem Tisch. Ich bin von einigen von euch gebeten worden zur Compagnon Toolbox, die bei mir auf Videos oder in Beiträgen gesehen haben, mal was zu erzählen, was ich denn da so mit mache. Und ich habe auch einen Tipp von einem anderen Blogger bekommen, der die nicht so benutzt wie ich, sondern für andere Zwecke. Und das können wir gleich, ich habe es noch nicht probiert, zusammen mal testen, ob sie denn auch als Kameratasche tauglich ist. Fangen wir aber erstmal an, wie nutze ich sie? Die habe ich jetzt mittlerweile, seit sie auf den Markt gekommen ist, war eine der ersten in grün. Die habe ich in meinem Kofferraum in der Regel liegen, wenn ich verreise oder wenn ich mit anderen Verkehrsmitteln fahre, fliegt die in den Reisekoffer. Hier ist wirklich alles an mobiler Power sozusagen drin. Der Schluckauf kommt ja jetzt genau zum richtigen Moment. Ladekabel. iPhone-Ladekabel, langes iPhone-Ladekabel, Micro-USB-Kabel, 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 Zweifachlader fürs Hotel, direkt am Bett, wenn es geht, und einen Fünffachlader mit Steckernetzteil, um die ganzen Ladegeräte für meine Kameras zu nutzen. Da nutze ich, das kennt ihr von meinem anderen Video her, mobiles Laden hieß das, die Baxter-USB-Teile, die werden mit Micro-USB angeschlossen, können jeweils zwei Akkus laden. Habe ich für meine Nikon, habe ich für die Fuji, habe ich für die Leica Q oder auch die Kamera, die jetzt gerade aufnimmt, für die Panasonic, die ja dieselben Akkus nutzt. Die Dinger wiegen fast nichts, habe ich immer hier drinnen verstaut. Mit den mobilen Netzteilen, die nutze ich von Anker, super Erfahrungen gemacht. Die Links, wie die Dinger heißen, was die können, findet ihr alles unten. Hier habe ich noch ein Original Apple-Teil, ein 5 Meter Stromkabel, was, wie ihr ja wisst, auch hier dran genutzt werden kann. Und noch ein kurzes Stromkabel, die Sachen, die man irgendwie unterwegs immer gebrauchen kann. Das kommt alles hier rein und das ist so meine mobile Geschichte. Dafür dachte ich bisher auch, sei die Compagnon Toolbox, unten Lederboden, hier Griff, Doppelreißverschluss, Compagnon an der Seite. Ich dachte, die sei dafür gebaut worden. Toolbox, Werkzeug. Ich habe bei einigen anderen gesehen, ich selbst habe es auch schon mal gemacht, Festplatten, Notebook-Netzteil und solche Sachen hier rein, kann man auch gut machen. Die lassen sich halt super praktisch einfach so ins Auto werfen oder wie gesagt auch in den Reisekoffer. Jetzt kam die Idee von dem einen oder anderen, die gesagt haben, Mensch, die ist solide verarbeitet, passen da nicht auch Kameras rein, kleine Systemkameras. Was auf jeden Fall geht, sind die ganz kleinen, wie die Canon, wie heißen sie, die mit dem ganz kleinen Sensor, die ganz kleine Nikon Serie 1, die passt auf jeden Fall hier rein. Die Frage, die mir jetzt allerdings gestellt wurde, ist, ja, passt da deine geliebte Leica Q rein? Und genau das, ich habe es vorher nicht probiert, testen wir jetzt mal zusammen, ob das geht. Von der Höhe her, muss ich sagen, ist es knapp. Von der Breite her könnte es gehen. Schauen wir mal, ob das Ganze noch stressfrei zugeht. Und ihr seht es selbst. Wenn jetzt natürlich auch noch eine zweite Kamera da reingeht, packen wir die Kuh mal da unten hin und vielleicht die Fuji mal, uppala, nebendran. Wäre das natürlich super klasse. Dann machen wir das jetzt. Das knoten wir so zusammen und stecken es dahinter. Das machen wir da, dann rappelt es nicht. Und siehe da, ich habe in einer Canon Toolbox und Valentin und Vitali, ich gehe fest davon aus, das hattet ihr nie vor, zwei Kameras in einer kleinen Tasche. Wenn ich jetzt hier noch einen Gurt dranhänge oder zum Beispiel von Peak Design diese kleinen Anchor-Schlaufen hier befestige, dann kann ich mit einem Schultergurt die Tasche auch hier an der Seite entsprechend betreiben. Natürlich würde ich das nicht so ungeschützt hier drinnen transportieren, sondern würde auf jeden Fall so eine Trennwand dazwischen fuchteln, dass die Kameras nicht sich berühren. Natürlich muss man nicht zwei Kameras da reinpacken. Pack die Kuh mal aus, lass mal die Fuji drinne und könnte jetzt mit dieser Trennwand die Fuji hier abtrennen und damit noch eine Trennwand reinbauen. Das sind die zwei, die mitgeliefert werden. Könnte das Fuji-Mikrofon hier reinstecken. Das passt gut und könnte, ich habe im Moment das 35er drauf, auch noch das 18-55er Fuji hier reinpacken. So habe ich ein komplettes kleines Videoset, 35 mm Festbrennweite, umgerechnet quasi Bildwinkel von 50 mm Objektiven, das Standard Zoom 18-55, was übrigens ein sehr gutes bei Fuji ist, und das gute Fuji Mikro hier drinne. Hätte noch wirklich Platz für zwei Akkus oder noch ein Putztuch
und das Ganze sehr unauffällig so in den Reisekoffer. Und ganz ehrlich, das ist so gut gepolstert, das würde ich, glaube ich, sogar in meinen Reisekoffer für einen Flug mit aufgeben. Die Toolbox ist nicht nur eine Toolbox. Die Toolbox kann auch eine Kamerabox sein, wie ihr hier gesehen habt. Das war die Frage, die über die Social-Media-Kanäle an mich als Taschenfreak herangetragen wurde. Diese wollte ich euch hiermit beantworten. Das ist eine wirklich multifunktionale Tasche. Vitali und Valentin, klasse gemacht. Ich hoffe, ich konnte eure Frage beantworten. Ich hoffe, euch die Videos gefallen euch. Wenn nicht, Kommentar schreiben in den Blog oder unter das Video. Ich freue mich drüber, auch wenn euch irgendwas nicht gefallen hat, ihr es aber sagt. Ansonsten wie immer Däumchen hoch und für euch alle auch ein Däumchen hoch, dass ihr zugeschaut habt. Vielen lieben Dank, macht's gut, tolles Licht wünsche ich euch und macht schöne Fotos. Euer Jörg, euer Taschenfreak.